Hallo, liebe Kultisten und Kultistinnen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir spielen ein Kurzhorror-Game, nämlich von Itch.io, und es heißt Skinned Alive, also lebendig gehäutet. Und da dachte ich mir, da ich zufälligerweise liebend gerne lebendig gehäutet werde, das ist einer meiner größten BDSM-Wünsche, dachte ich, ist es genau das richtige Game für mich. Nein, ich hoffe mal, dass wir nicht lebendig gehäutet werden, auch wenn das Game das sagt. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, um was das Game geht. Wie ihr seht, ist es ein pixelized Horror-Game oder zumindest ein Horror-Game in der Grafik von PS1 oder PS2-Style. Ich würde sagen, wir starten ins Geschehen. Play. Mein Gott. Es war ein regnerischer Tag. Ja, mei, so schaut's aber auch aus. Es ist ein blödes Wetter. Es ist ein schlechtes Wetter, um gehäutet zu werden. Das seht ihr bestimmt auch. Ey, das ist coole Grafik. Die erinnert mich echt an die guten alten Zeiten. Als ich noch jung und frisch war, ein junger Kultist voller Tatendrang und Opferbereitschaft. Jemand hatte die Straße blockiert und deswegen wollte ich sehen, was er will. Ja, und weil du nicht weiterfahren kannst. Der größte Fehler meines Lebens. Mein Gott. Ja, bitte? Sind wir jetzt schon tot? Das Einzige, an das ich mich erinnern kann, bevor ich aufwachte in diesem Ort, war, dass ich in seinem Auto lag. Mein Gott, jetzt werden wir entführt und wir werden zur Tode gesnusnot. Oh, yeah. Wahrscheinlich nicht. Liebe Güte, das ist echt ganz schön finster. Sind wir ein Er oder eine Sie? Ich glaube, wir sind ein Er. Wo bin ich? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Gut, wir sollten mal aufstehen. Mein Gott, er hat hier so ein Metronom. Wenn du das dir was näher anschauen willst, F für Zoom. Dankeschön. Nee, das ist kein Metronom, aber ich weiß genau, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Wenn du diese Hand ziehst, drück den linken Mausbutton. Ja, dankeschön. Aber ich sehe diese Hand nicht. Mein Gott, es hört nicht auf. Es macht mich wahnsinnig. Sein Perpetuum mobile. Schrecklich. Okay, ich muss hier raus. Ist das so eine Art Escape Room Game? Hallo, hallo? Ach, ich bin nicht alleine hier. Guten Tag. Schönen guten Tag, lieber liegender Günther. Lieber liegender Günther, könntest du mir bitte helfen hier raus? Da ist was. Schön. Okay, jeder braucht ein bisschen Licht in seinem Leben. Ja, der vielleicht nicht, der Günther. Der ist fix und alles. So. Okay, das sieht doch schon mal um einiges besser und um einiges sicherer aus. Jetzt kann hier eigentlich fast nichts mehr passieren. Hier könnten wir raus. Schauen wir uns nochmal kurz um. Okay, wir sind echt eingeschlossen. Es ist verschlossen. Ja, das ist ja vollkommen überraschend. Dann machen wir halt den Scheiß hier auf. Los! Oh, weg damit! Hier, Günther, halt mal bitteschön. Dankeschön. Aber leb von dir. So, ich muss hier mal durch. Ich finde die Atmosphäre ziemlich cool. Also, tatsächlich spielen gar nicht mal so viele Horror-Games mit irgendwelchen Entführungen oder sowas. Naja, doch, schon ein paar. Aber für die meisten ist es irgendwie ein relativ düsteres Thema. Und vielleicht meidet man es deswegen. Wobei, wie gesagt, Entführung spielt schon eine Rolle beim Horror. So. Mein Gott, hier müsste man mal putzen, hier die ganzen Spinnweben. Ugh. Liebe Güte, wo kriege ich denn gerade hin? Das wird er aber bedacht haben. Das wäre der blödste Killer, wenn er einfach nicht diesen Lüftungsschacht hier bedenkt, der zufälligerweise direkt in die Freiheit vor das nächste Police Department führt. Nein, also das wird nicht passieren. Hallo? Sir? Sir, wo gehen Sie hin? Sind Sie gerade weggezogen? Ja, dann machen Sie es gut. Viel Spaß. Viel Spaß. Sind Sie der Schwebschwager vom liegenden Günther? Sind Sie der liegende Hannes? Kann das sein? Hoppala. Ich gehe mal hier runter. Schön hier. Was ist brauchst? Schiff zu sprinten. Okay, okay, okay. Ich sehe schon. Gut, dass du mir erklärt hast, dass wir Schiff zum Sprinten brauchen. Ich bin mal gespannt, wann wir es brauchen. Nämlich wahrscheinlich ziemlich bald. Hallo? Hallo? Guten Tag. Ist hier offen? Ansonsten wäre ganz blöd. Ist verschlossen. What the? Warum ist das hier offen? Wo kommt das her? Okay, schauen wir uns mal da um. Das sieht ja super vertrauenserweckend aus. Rote Räume ziehen mich immer magisch an. What the shit? Hatte ich meine Flashlight die ganze Zeit nicht an? Was ist hier passiert? Ma'am, geht's Ihnen gut?
Geht's Ihnen gut? Haben Sie wieder eine dunkle Messe ohne mich gefeiert? Mein Gott, sie hat den Kopf verloren. Und ihren Schuh. Rokodiku, Rokodiku, Blut ist im Schuh. Ja, weil sie enthauptet ist. Vielleicht, weil sie enthauptet ist. Das ist kein Märchen. Wirklich, das ist kein Märchen. Hier gibt's die heilige Bebel. Großartig. Ach so, wir haben hier verschiedene Gliedmaßen. Ja, das trifft sich gut. Eine Gliedmaßensammlung braucht nämlich noch einen linken Fuß und eine linke Arschbacke. Nein, nein, wir brauchen wirklich keine linke Arschbacke. Ach du liebe Güte, ja, das sieht überhaupt nicht gruselig aus, dankeschön. Was ist das denn Schönes? Das ist ein Schlüssel. Haben wir einen Schlüssel gefunden? Ich glaube schon. Was ist das, was hier in der Mitte ist? Krass. Okay, ich finde die Grafik ist natürlich pixelized, aber ich finde es ziemlich stilvoll, ziemlich unheimlich bisher. Okay, wir haben einen Schlüssel, vielleicht können wir einfach hier weiter raus. Komm. Und wir hauen es einfach ab. Ja, machen Sie mal auf, bitte. Ja, danke. Mach auf jeden Fall das Licht aus. Dem unheimlichen Killerkeller. Ist immer eine gute Idee. Oh mein Gott, das ist Blut. Schrecklich, das Schlimmste, was ich in meiner ganzen Horrorkarriere jemals gesehen habe. Und ein Rollstuhl. Hallo? Okay. Liegt da schon wieder einer? Hallo, hallo? Was geht denn hier ab? Warum sind denn hier alle Leute zerteilt, bis auf ich? Kommt mir langsam so vor, als würdet ihr mich mobben wollen, weil ihr zerteilt seid und ich nicht. Pff, krasse Angeber, Flex mit ihrer Zerteiltheit. Ach du liebe Güte, es geht in alle möglichen Richtungen. Ja mein Gott, das ist der dicke Bob. Der dicke Bob aber hat leider auch den Kopf verloren. Pff, sieht null unheimlich aus, das Buch. Sehr lächerlich hier. Ein blutiges Buch, pff, hab ich noch nie gesehen. Doch, habe ich gesehen. So, weiter geht's. Schönes hier. Hallo? Warte mal, ich war hier gerade. Wirklich kein Scheiß, ich war hier gerade. Hä? Was stimmt hier nicht? Ey, das Lesen. Hallo, hallo, ich möchte vielleicht lesen, bin vielleicht großer Lesefan. Habe ich immer die kleinen Artikel im Playboy gelesen? Habe ich immer gelesen? Wollte ich immer wissen, um was es geht? Okay, dann gehen wir mal hier entlang. Sieht hier viel besser aus. Es ist verschlossen. Auch hier ist verschlossen. Hallihallo. Ist hier jemand? Ihr habt so schicke Zellen. Oh, hallo. Diese Zelle ist extra für mich geöffnet. Dann gehe ich doch mal hinein. Hallo. Hi. Du bist ja ein freundlicher Rollstuhl. Dankeschön, schau mich nur an. Macht mir überhaupt keine Angst. Okay, ich gehe wieder. Gut. Es war der Gespensterrollstuhl. Ist das das Gespensterbett? Hallo? Ach, da schläft jemand unter dem Bett. Da will jemand, dass ich ihm die Füße kraule. Ja, kille, kille, kille. Ja, kille. Ach so, die Füße sind gar nicht mehr an irgendwas dran. Ja, schade, dann kille, kille ich halt nur die Füße. Yeah. Was war das? Genau, was gehört. Mein, das Bett greift mich an. Ach so, du bist nur Becky, das freundliche Bett. Du möchtest, dass ich mich reinlege. Ja, komm, leg dich in mich. Ich würde sehr gerne mit dir schlafen, Bett. Aber, ich muss hier leider noch raus. Komm später wieder. Hallo. Okay, sieht sicher aus. Gute Idee. Hey. Willst du mich verarschen? Warum gibt's denn hier nichts? Meine Idee, ich spüle mich selbst das Klo runter und entkomme so. Der Hirn! Ist das schon wieder Hirn in Waschbecken? Ich hasse es, wenn das passiert. Ich möchte gar nicht wissen, was das... What the shit war das? Oh oh, komm mal ran. Bald wirst du frei sein. Nimm nur deine Haut ab. Renn so viel du willst. okay, das war richtig gut gemacht. Dass es von oben tropft und man schaut natürlich instinktiv nach oben und dann sitzt da dieser Schrecken. Und dann geht die... Das ist richtig cool gemacht. Das mag ich sehr, wirklich. Ich mag es sehr. Hallo, hallo? Hören Sie mal, ich brauche vielleicht meine Haut noch. Der Arzt hat mich schon meine Vorhaut gekostet. Das war schon traumatisch genug. Oh. Stimmt gar nicht. Ist alles noch dran. Alles noch dran. Wirklich bin ich beschnitten. Hey, du kannst gehen, aber deinen Kopf auf bleibt hier. Du kannst gehen, aber deinen Kopf auf bleibt hier. Sie gab mir noch ein Ultimatum bis zum 4. Sie sagten, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut
bleibt hier. Okay, okay. Also, hier geht's also weiter. Cool, cool. Nehmen wir doch die Treppe einfach nach oben. La, 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 la. La, 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 la. Und was werden wir eigentlich gefangen gehalten? Von Monstern? Von Menschen? Such doch mal, es geht hier nicht weiter. Das ist aber ganz blöd, weil ich möchte eigentlich nicht zurück. Hi! Hallihallo! Warte mal. Hat sich das geändert? Hier ging es doch nie nach unten. Hier ging es nie nach unten. Was ist das? Satan, hast du wieder deine Finger im Spiel? Ich hab das Gefühl, ich war hier noch nicht. Mir ist ganz unwohl. Oder renne ich echt im Kreis? Bin ich zu doof? Renne ich im Kreis? Nein, ich war hier nicht. Ich war hier wirklich nicht. Hallo, hallo, ich möchte hier raus. Kleiner Rollstuhl. Warum zum Henker ist hier überall eine Sackgasse, wohin ich gehe? Verdammt nochmal, irgendwas stimmt hier nicht. Boah, das macht mich wirklich kirre. Wenn dieser Ort einfach nicht mehr der gleiche ist. Und warum ist es jetzt ausgegangen? Jetzt habt ihr mein Perpetuum Mobile kaputt gemacht. Ihr Arschgeigen. Dein Mist. Hallo? Ich möchte hier vielleicht wirklich raus. Langsam werde ich echt nervös. Hallo, hallo. What the shit ist das? Mach das Licht an. Mach das Licht an. Okay. Was steht an den Wänden? Du wirst ihn bald sehen. Ich freue mich schon. Und er schaut mir zu. Bei was denn? Bei was denn? Bei den kleinen Artikeln vom Playboy lesen. Nein, bitte schau mir da nicht zu. Ich weiß nämlich nicht, wo meine zweite Hand ist. Oh Gott, das war... Hallo? Oh Gott, wer bist du denn? Was bist du denn für ein komischer Gaffer? Hallo? Jetzt? Ja, genau. Genau, das wirst du nicht, als dass du jetzt hier mir zuguckst. Das ist richtig gut gemacht. Ich liebe das Game bisher. Das ist richtig cool. Hallihallo. Hallo. Mein Gott, ein blutiges Kreuz. Was war das für ein Geräusch? Christus, ist dein Kreuz leider wieder im Blut gefallen. Das tut mir sehr leid. Können wir waschen? Können wir waschen? Mach dir keine Sorgen, Christus. Mach dir überhaupt keine Sorgen. Werden wir waschen. Ach, verdammt. Verdammt nochmal. Ich muss schon wieder... Wieder in die andere Richtung. Oh Mann, mir ist echt ein bisschen mulmig bei dem Game. Aber wieso eigentlich? Gehen wir in die Richtung. Die Richtung ist immer gut. Es gibt ja ein wenig zu viele Türen, muss ich sagen, für meinen... Wer bist du denn gewesen? Warst du das hautlose Ding? Ja, das freut mich. Dankeschön. Mein Gott, das ist wieder die Bebel. Okay, okay. Wir verziehen uns von hier. Wirklich, wir verziehen uns so schnell wie möglich von hier. Hallo? Ja, was soll denn das? Soll ich mich hier draufsetzen? Ach, dankeschön. Du bist Stuli, der kleine Rollstuhl. Gibst mir einen Schlüssel. Das ist sehr lieb von dir, weil den brauche ich exakt für die Tür hier. Okay, geh mal. Okay, sieht sicher aus. Verpissen wir uns von hier. Hallo? Das ist schon wieder der Günther. Ich glaube, hier hat doch das Ganze angefangen, oder? Hör ich gerade eine Kettensäge? Willst du mich verarschen? Ich wollte es immer schaffen, den Ausgangsschlüssel zu finden. Ich habe ihn in einen Schacht versteckt, bevor es zu spät war. In einen Schacht. Ich höre eine Kettensäge. Oh Mann. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist ein Kettensägen-Idiot. Nein, 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 nein. Weißt du was? Verpiss dich. Der checkt nicht, dass ich hier bin. Der checkt nicht, dass ich hier bin. Der ist viel zu blöd. Er checkt, dass ich hier bin. Er checkt, dass ich hier bin. Kind alive. Meine Leiche wurde niemals gefunden. Und meine Seele wird hier für immer verbleiben. Ja, okay, dankeschön. Dankeschön. Ja, tatsächlich, liebe Kultisten, es ist relativ nett gemacht.
Nämlich, wenn man es nochmal spielt, ist man hier gleich beim Ende und muss das Ganze nicht nochmal spielen. Ich liebe es, wenn auch Indie-Games so clever sind, weil ich hatte jetzt keine Lust, das Ganze nochmal zu spielen, um das Ende zu sehen. Okay, hier geht es die Kettensäge los. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist hier der Schlüssel? Es ist verschlossen. Großartig, ist verschlossen. Gut, gut. What the fuck? Schau dich mal den Freak an. Hallo? Ich sehe doch, dass der der Schlüssel ist. Raus hier. Nein, das ist ganz blöd. Das ist ganz blöd. Der steht hier voll. Oh, Gottes Willen. Der steht hier echt wie so ein Depp steht der vorm Ausgang. Okay. Ich war einfach zu langsam. War zu langsam und zu doof. So, wie trickst ich den jetzt aus? Übrigens, was mir gar nicht aufgefallen ist, das ist ein Perpetuum Mobile aus Augäpfeln. Ohne Scheiß, das ist ein Augapfel, Perpetuum Mobile. Nein, du kommst es nicht hier rein. Du Zipfel, jetzt verzieh dich. Ach Gottes Willen, ja Gott, mit der Stielkettensäge. Ja, danke schön, hübsche Kettensäge hast du, ich bin tot. So, ich hab den Schlüssel, raus hier. Das ist eigentlich ganz einfach, man darf nur nicht da drin stehen, während es aufgeht. Komm mal auf! Gottes Willen, da kommt der Kettensägen-Hans. Bis dann, leck mich, du Kettensägen-Hannes. So, wir haben es geschafft zu entkommen und wir haben der Polizei geholfen, den Killer zu identifizieren. Wie denn eigentlich? Weil er nackt war und mit einer Kettensäge und in einer Maske? Ja, okay, also wenn die Polizei den sieht, dann kann ich sagen, das war der. Der war das, dieser Kettensägen-Killer. Okay, das war Skinned Alive. Ich muss sagen, für ein Indie-Game hat mich das ziemlich beeindruckt. Also die Grafik war cool, PS1-Grafikmäßig, aber das hat auch richtig Stil und es hat auch ein paar richtig coole Schockmomente gehabt. Stellt euch mal das Game tatsächlich mit einer High-End-Grafik von heute vor. Das wäre ein super geniales Short-Indie-Horror-Game. Das wird mir super taugen. Wie gesagt, kann man nichts falsch machen, fand ich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr heute beim Heuten dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like. Oder ein Abo oder hätte die Doombell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Deswegen behaltet eure Haut an, macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.